In diesem Video befasse ich mich mit dem Thema signifikante Stellen. Zu jedem gemessenen Wert gehört in der Physik immer auch eine Aussage über die Genauigkeit der Messung. Diese Aussage über die Genauigkeit wird in der Regel mit der Angabe eines Vertrauensbereichs gemacht, der auch als Fehlerintervall bezeichnet wird. Mit dem Thema der Abschätzung dieser Fehlerintervalle beschäftigt sich die sogenannte Fehlerrechnung, die hier nicht behandelt wird. Aber auch ohne, dass ein Fehlerintervall angegeben wird, kann mit der Wahl der richtigen Anzahl an signifikanten Stellen eine Aussage über die Genauigkeit der Werte gemacht werden. Um das an einem kleinen Beispiel zu demonstrieren, möchte ich an dieser Stelle einen kleinen Witz einfügen. Dabei handelt es sich um ein Beispiel, wo bei einer Berechnung nicht auf die Anzahl der signifikanten Stellen geachtet wurde. Im Naturhistorischen Museum fragt ein Kind einen Museumswärter, wie alt das Skelett des großen Brontosaurus ist. Der Museumswärter antwortet: 150 Millionen und 3 Jahre und 6 Monate. Das Kind ist sehr erstaunt und fragt weiter: So genau weiß man das? Der Museumswärter sagt: Ja, als ich vor 3 Jahren und 6 Monaten hier angefangen habe, sagte man mir, das Skelett sei 150 Millionen Jahre alt. Das ist ein Beispiel, in dem sich deutlich erkennen lässt, dass hier etwas mit der Genauigkeit der Werte schiefgelaufen ist. Ich werde später noch einmal auf dieses Beispiel zurückkommen. Als signifikante Stellen werden alle Ziffern einer Zahl bezeichnet, über die man zuverlässige Angaben machen kann. Die letzte Stelle impliziert, dass die Zahl so genau bekannt ist, dass die Grenze der Genauigkeit in der Größenordnung dieser letzten Stelle liegt. Die Anzahl signifikanter Stellen einer Zahl lässt sich bestimmen, indem man einfach die Ziffern zählt, wobei die Nullen auf der linken Seite nicht mitgezählt werden und man sich noch Gedanken über eventuell vorhandene Nullen am Ende einer Zahl machen muss. Am besten lässt sich das erklären, indem wir uns für ein paar Beispiele die Anzahl der signifikanten Stellen ansehen. Fangen wir ganz einfach an. Die 12 hat 2 signifikante Stellen. Die 123 hat 3 signifikante Stellen. Die 0,123 hat auch 3 signifikante Stellen, das heißt, die 0 vorne wird nicht mitgezählt. Auch 0,000123 hat 3 signifikante Stellen. Zahlen, die sehr groß oder sehr klein sind, lassen sich am besten darstellen, indem man die erste signifikante Stelle vor das Komma schreibt und mit der entsprechenden Zehnerpotenz multipliziert. In diesem Falle also 1,23 mal 10 hoch minus 4. So erkennt man auch ganz klar, dass die Zahl 3 signifikante Stellen hat. Nullen in der Mitte werden ganz normal mitgezählt. Die 1203 hat also 4 signifikante Stellen. Schwieriger ist es beispielsweise mit der 120. Das ist eine Zahl ohne Komma mit einer 0 auf der rechten Seite. Bei solchen Zahlen ist die Anzahl der signifikanten Stellen unbestimmt. Es könnten in diesem Fall nur die 1 und die 2 signifikant sein oder auch die 0. Also ist die Zahl der signifikanten Stellen 2 oder 3. Noch deutlicher war das bei den 15 Millionen Jahren, dem Alter des Dinosaurierskeletts. Hier kann die Anzahl der signifikanten Stellen irgendwo zwischen 2 bis 9 liegen. Bei Zahlen mit nachstehenden Nullen kann die Anzahl der signifikanten Stellen eindeutig angegeben werden, wenn auch hier die Zahl mit einer Vorkommastelle geschrieben und mit der entsprechenden Zehnerpotenz multipliziert wird. Dann kann ich mit der Anzahl der Nullen genau festlegen, bis zu welcher Ziffer ich die Zahl kenne. So hat die 1,5 mal 10 hoch 8 nur 2 signifikante Stellen und die 1,5000 mal 10 hoch 8 beispielsweise 5. Es ist also ein großer Unterschied, ob ich 1,5 oder 1,5000 schreibe. Wenn ich 1,5 schreibe, liegt der Wert irgendwo zwischen 1,45 und 1,54. Wenn ich 1,5000 schreibe, sage ich damit aus, dass der Wert irgendwo zwischen 1,4995 und 1,5004 liegen muss. Das bisher Gesagte lässt sich in den folgenden 4 Punkten zusammenfassen. Jede zuverlässig bekannte Stelle wird signifikante Stelle genannt. Es macht keinen Sinn, eine Zahl mit zusätzlichen Stellen anzugeben, die nicht signifikant sind. Die Anzahl signifikanter Stellen einer Zahl ohne Komma mit nachstehenden Nullen ist unbestimmt. Und zur Vereinfachung sollten sehr kleine oder sehr große Zahlen als Produkt einer Zahl und einer Zehnerpotenz geschrieben werden. Es gibt jedoch auch exakte Zahlen. Exakte Zahlen sind Zahlen, die beispielsweise durch Abzählen entstehen. Exakte Zahlen haben unendlich viele signifikante Stellen, obwohl diese nicht mit angegeben werden. Es muss also aus dem Zusammenhang klar sein oder explizit angegeben werden, ob beispielsweise eine 3 eine exakte Zahl mit unendlich vielen nicht angegebenen signifikanten Stellen ist oder eine durch recht grobe Messung bestimmte Zahl mit nur einer signifikanten Stelle.
Es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, die Anzahl signifikanter Stellen ist nicht zu verwechseln mit der Anzahl der Nachkommastellen. Zur Angabe der Genauigkeit ist die Festlegung der Anzahl der Nachkommastellen ungeeignet. Ganz deutlich vor Augen geführt werden kann das an einem weiteren kleinen Beispiel. Die Angabe von 0,12 Kilometer hat zwei Nachkommastellen und auch zwei signifikante Stellen. Die Angabe 123 Meter hat keine Nachkommastelle und drei signifikante Stellen. Die zweite Angabe 123 Meter ist die genauere Angabe, obwohl sie keine Nachkommastelle hat. Allgemein lässt sich sagen, je mehr signifikante Stellen eine Zahl hat, umso genauer ist sie. Die Anzahl der Nachkommastelle spielt dabei keine Rolle, da sie stark von der Darstellung abhängt. Abschließend noch zwei Faustregeln für die Abschätzung der Genauigkeit von Zahlen, die mithilfe der Grundrechenarten berechnet werden. Die Anzahl der signifikanten Stellen im Ergebnis einer Multiplikation oder Division ist nie größer als die der Größe mit den wenigsten signifikanten Stellen. Und die Position der letzten signifikanten Dezimalstelle im Ergebnis einer Addition oder Subtraktion mehrerer Größen entspricht der Position der letzten signifikanten Dezimalstelle der Größe, bei der die letzte signifikante Dezimalstelle am weitesten links steht. Beides werde ich noch jeweils an einem Beispiel veranschaulichen. Als Beispiel für eine Multiplikation möchte ich abschätzen, wie viel Farbe zum Streichen einer Zimmerdecke benötigt wird. Dazu muss ich die Fläche eines Rechtecks berechnen. Die eine Wandlänge wurde mit einem Maßband auf 1 cm genau bestimmt und beträgt a gleich 3,53 Meter. Die andere Wandlänge wurde mit b gleich 2,5 Meter nur grob abgeschätzt. Die Fläche als Ergebnis ist a mal b. A hat drei signifikante Stellen, b 2. Laut der Faustformel soll das Ergebnis nur so viel signifikante Stellen haben, wie die Größe mit den wenigsten signifikanten Stellen. In diesem Fall also 2. Die Berechnung ergibt 8,825 Quadratmeter. Nur die ersten zwei Stellen davon sind signifikant. Die anderen zwei Stellen sind in diesem Falle nicht aussagekräftig. Und die Zahl sollte auf zwei signifikante Stellen gerundet werden, in diesem Fall abgerundet. Wenn die Messgenauigkeit der Problemstellung angepasst war, dann sollte das Ergebnis mit dieser Anzahl von Stellen vollkommen ausreichend sein, was ja in diesem Beispiel auch der Fall ist. Als Beispiel für die Addition nehme ich das Beispiel mit dem Alter des Dinosaurier-Skeletts. Bei der Addition ist nicht die Anzahl, sondern die Dezimalposition der letzten signifikanten Stelle entscheidend. Das Alter wurde mit 150 Millionen Jahren angegeben. Wenn wir annehmen, dass, sagen wir, drei Stellen signifikant sind, dann steht bei dieser Zahl die letzte signifikante Stelle an der siebten Vorkommastelle. Addieren wir hierzu eine andere Zahl, wie in dem Beispiel 3,5 Jahre, so wird das Ergebnis nicht genauer sein als bis zur siebten Vorkommastelle. Also fallen die 3,5 Jahre überhaupt nicht ins Gewicht. Ganz deutlich wird das, wenn die beiden Zahlen mit der Zehnerpotenz 10 hoch 8 geschrieben werden. Also 1,50 mal 10 hoch 8 plus 0,000000035 mal 10 hoch 8. Selbst wenn das Alter auf 1000 oder sogar 100 Jahre genau angegeben wäre, würden die 3,5 Jahre nicht mit berücksichtigt werden. Noch ein Hinweis zum Ende. Bei Rechnungen, die sich aus mehreren Schritten zusammensetzen, wird die Genauigkeit des Endergebnisses über die Fehlerrechnung, das heißt mit Hilfe der Regeln der Fehlerfortpflanzung, abgeschätzt, die, wie schon gesagt, in diesem Video nicht besprochen werden. Bei solchen Abfolgen von Berechnungen haben auch die Zwischenergebnisse eine bestimmte Anzahl signifikanter Stellen. Es ist jedoch sinnvoll, die Zwischenergebnisse mit mindestens einer Stelle mehr weiter zu verarbeiten, um so eine Akkumulation der Rundungsfehler zu minimieren und dann erst das Endergebnis auf die genaue Anzahl signifikanter Stellen zu runden. So viel zum Thema signifikante Stellen. In diesem Video sollte vermittelt werden, wie man mit der Wahl der richtigen Anzahl an signifikanten Stellen eine Aussage über die Genauigkeit einer Messgröße machen kann. Ich hoffe, dass das gelungen ist.